Hallo, herzlich willkommen zu einer Folge Need for Speed, wo ich gehört habe, es kommt ein neues Need for Speed mit Cops und Autoaufrüsten und immer wenn ich Need for Speed höre, denke ich eigentlich an das Most Wanted. Das Most Wanted war ja die Mutter aller Need for Speed Spiele, also es gab ja wirklich keinen, der was dieses Game nicht gespielt hat oder nicht gemocht hat. Es war brutal, also es war einfach klasse, du hast die Most Wanted hochleveln müssen, sprich du hast Gegner besiegen müssen, du hast Herausforderungen machen müssen, dass du überhaupt fordern kannst. Der ganze Spielmodus war einfach nur gigantisch, der war einfach klasse. Dann mit Autos aufrüsten und so weiter, das war richtig klasse. Wo ich dann gehört habe, es kommt ein neues Need for Speed hier, habe ich mich schon gefreut mit Cops und so weiter, Open World, wieder rumfahren. Autotunen und so weiter, aber dass es dann so wird, man sagt, auch bei Filmen, erster Teil, zweiter Teil, dritter Teil, alles was danach kommt, ist meistens nicht mehr so gut wie der erste Teil oder die erste Episode, und nichts trifft das besser wie bei Need for Speed. Bei Need for Speed ist das wirklich so. Es ist einfach, man kann nicht mehr so anknüpfen, das ist komisch. Aber dann kam dieses Spiel. Ich habe es versucht zu spielen, aber ich habe diverse Controller zerstört und das geht dann gar nicht mehr. Und dann hat das Sniper King hat's für mich gespielt. Zumindest ein bisschen was. Und an dieser Stelle einen herzlichen Dank. Und ich möchte euch jetzt eine Verfolgungsszene zeigen, wo ich gedacht habe, mir haut es den Vogel aus. Also wenn das im echten Leben wäre, man sieht ja diverse Videos und Filme aus den Staaten, da kommt sowas schon mal, wo sie da wirklich harte Verfolgungsszenen machen. Aber wenn sowas nur annähernd wahr wäre oder machbar wäre, wäre ja brutal. Also da wäre ja wenigstens sowas los. Du musst von A nach B in einer bestimmten Kilometerstrecke, oben rechts sind es noch 5,5 Kilometer, dann hast du nur begrenzt Zeit, das ist oben links jetzt die 50 Sekunden, immer wenn du durch so einen Bogen fährst, verlängert sich die Zeit, so dass du die Strecke überhaupt schaffen kannst, und wenn die Cops dich so dermaßen rammen, dass du stehen bleibst oder dass sie dich verhaften können, dann ist natürlich vorbei, wie in den ganzen Teilen. Und sie machen es einem schon schwer. Also da kommen Ramp-Szenen und Autofahr-Szenen, das ist brutal. Also der schöne Audi. Ja, ich wünsche euch viel Spaß. Und ja, schaut das euch ganz an, das wird noch wesentlich schlimmer. Ich muss schon lachen, wenn ich dran denke. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Ciao. Euer Wookie. Haben Sie einen Positionsupdate für mich? In östlicher Richtung durch Silver Canyon.
Verfolgung läuft in östlicher Richtung durch Silver Canyon. Tschüss, Arschlöcher!